herzlich willkommen zum heutigen Wohnzimmergespräch. Ihr Lieben, wir fangen jetzt an, eine Serie zu starten, die sogenannten Wohnzimmergespräche. Irmgard und ich, wir sind ja eure Coaches in der holistischen Zahngesundheit. Also wir beide haben ja gemeinsam ein Paket geschnürt, einen Online-Kurs zur holistischen Zahngesundheit. Und jetzt kommt demnächst unser Aufbaukurs. Ja. Der kommt auch an den Start. Dürft euch freuen. Und naja, da sind halt ganz, ganz viele Themen zur holistischen Zahngesundheit drin und unter anderem eben auch etwas, worüber ich in letzter Zeit ganz viel spreche, nämlich die ätherischen Öle. Da kommt ja auch dem nächsten Kurs an den Start zu dem Thema. Und in dem Zusammenhang haben Irmgard und ich, wenn wir unsere Business-Gespräche führen, mal wieder über ein Thema gesprochen und ein persönliches Thema. Und da haben die ätherischen Öle ein Stück weit weitergeholfen. Und wir dachten uns, wir beginnen jetzt einfach mal so eine gemütliche Runde, eine Gesprächsrunde, die wir Wohnzimmergespräche nennen. Und da unterhalten wir uns einfach mal über unsere persönlichen Erfahrungen. Also das ist weder so ein Interviewcharakter, sondern es ist einfach wirklich ein Gespräch, aus dem ihr persönlich vielleicht auch irgendwelche Informationen ziehen könnt für euer Leben. Also herzlich willkommen zu unserem ersten Wohnzimmergespräch und ja, dann fangen wir mal an, denn es geht um eine Geschichte, die die Irmgard erlebt hat und vielleicht erzählt die Irmgard einfach selber mal, was da so war. Ja. Es geht um mein inneres Kind, wo ich eigentlich dachte, Thema ist durch, ist geheilt, ist alles in Butter. Genau. In irgendeinem Kontext hatten wir beide das Thema Zahnarztbesuch und ich habe so von meinen Kindheitserfahrungen gesprochen und habe während dieses Erzählens, ich erwähne es mal ganz kurz, also habe so die Erfahrung gemacht, ich dürfte da vielleicht so 10, 11 Jahre gewesen sein, beim Zahnarzt als Kind das Gefühl gehabt, ja, da steht so ein Pferd, der an mir da arbeitet. Ja. Also ganz schlimme Erfahrungen. Zwei Helferinnen haben mich festgehalten, krampfhaft. Es gab eine Spange in den Mund, weil ich den Mund nicht mehr aufmachen wollte. Das heißt zwanghaft Mund auf und der Zahnarzt hat dann an mir rumgebohrt. Ich habe gefühlt das ganze Dorf zusammengeschrien. Meine Mutter stand natürlich auch mit im Behandlungszimmer, war aber auch hilflos in der Situation ausgeliefert. Und das war bei mir dann einfach eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, was letzten Endes auch dazu geführt hat, dass ich viele Jahre nicht mehr beim Zahnarzt war, bis dann irgendwann der Zeitpunkt im sogenannten Erwachsenenalter da war, wo ich das alles angepackt hatte. Und als ich dir das erzählt hatte, habe ich im Gespräch schon gemerkt, mir schießen die Tränen in die Augen und war erstaunt darüber, weil ich dachte, das ist überhaupt kein Thema mehr. Also seit ich dann so im Erwachsenenalter angefangen habe, meine Zähne in Ordnung zu bringen, ich gehe regelmäßig zum Zahnarzt, alles kein Thema mehr, da wurde mir einfach bewusst, wie sehr da in meinem Gehirn, in den Zellen das alles noch verankert ist. Mit anderen Worten, ich habe anschließend ganz viel geweint, ich habe so zu Hause gehockt auf dem Sessel, geweint wie ein Schlosshund, habe auch bewusst diese Tränen rausgelassen, habe dir das dann anschließend erzählt und da hast du mir gesagt, nimm doch mal Inner Child, dieses ätherische Öl hier. Das habe ich mir dann auch sofort bestellt, mache das immer so auf die Handinnenfläche, riech dran, mache aber auch morgens und abends mir so einen Tropfen aufs Brustchakra und aufs Sakralchakra, einfach so intuitiv. Und bin dann abends auch immer ins Bett gegangen, hier einen Tropfen rein, Hand so hingelegt, damit ich das einatme. Und eines Abends hatte ich dann so die Idee, also ich bin auch mit dem Gedanken zu Bett, dass mein inneres Kind geheilt wird, unterstützend. Und eines Abends hatte ich dann den Gedanken, jetzt bittest du nicht darum, dass dein inneres Kind geheilt wird, sondern bedankst dich dafür beim Einschlafen, dass es geheilt ist. Und dann hatte ich einen Traum, wo ich zunächst dann anschließend wach wurde und ein bisschen erschrocken bin. Und zwar ist meine Tochter nach Hause gekommen und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Und habe sie gefragt, so ein bisschen Geburt, was ist denn los? Und sie hat dann erst ein bisschen rumgedruckst, als ich aber nicht aufgegeben habe, hat sie dann so ihre Bluse, sie hatte eine Bluse an, aufgemacht und da war so eine ganz dicke Schraube. Das war also eine ganz dicke Metallschraube, recht groß. Und da war so ein Bogen dran, wie so ein Griff, wo man auch dran, wie ein Schlüssel, wo dieser Ring da ist. Ne? Und ich bin dann ganz intuitiv hingegangen und habe diese Schraube geholt und habe sie rausgezogen. Und dann hat meine Tochter sich hingelegt und ich habe dann
für mich gedacht, jetzt muss ich noch Aloe Vera besorgen zur Desinfektion, damit diese Wunde hier gut verheilt und sich nicht entzündet. Bin dann losgefahren, wollte Aloe Vera holen und kam zurück und habe meine Tochter im Bett gelegen und tief geschlafen. Ich wollte sie dann auch nicht wecken, sondern habe einfach nur die Bettdecke ganz sacht zur Seite gemacht, Bluse aufgemacht und habe gesehen, ach, das ist noch so ein bisschen zart rosa, aber es ist keine Entzündung da, es ist alles schon wunderbar verheilt. Und dann bin ich wach geworden und war ein bisschen erschrocken über diesen Traum und habe dann drüber am nächsten Morgen mich hingehockt und drüber nachgedacht, was möchte der Traum mir sagen, was war da los. Und habe dann die Information bekommen, dass meine Tochter stellvertretend da stand für mein inneres Kind, für mein kleines Kind, das diese Verletzungen damals erlitten hatte im Herzbereich. Und dass auf die Art und Weise, dass ich die Schraube rausgezogen habe, einfach diese Heilung geschehen ist. Ja. Und da denke ich, also Spiritualität und Esoterik und hin und her, ich denke einfach, weil du mir ja auch mal erklärt hast, wie diese ätherischen Öle auch Auswirkungen auf unser limbisches System haben, weil ich bin schon seit längerer Zeit auf ätherische Öle aufmerksam geworden, aber ja, habe mir auch mal welche gekauft, habe auch mal dran geschnuppert, aber seit du mir das erzählt hast mit dem limbischen System, habe ich das mal so richtig auch eben erst aufgenommen und das ist mit Sicherheit die Unterstützung hier gewesen, das innere Kind zu heilen in mir. Genau. Ne? Ja, also das ist ja auch meine Erfahrung. Also seit ich mit den ätherischen Ölen intensiver arbeite in meiner also beruflichen Tätigkeit, passieren einfach Dinge viel, viel schneller. Also das ist einfach meine Erfahrung. Das heißt nicht, dass es nur mit den ätherischen Ölen geht, aber die ätherischen Öle, die unterstützen den Prozess und können praktisch so ein Turbo sein. Ja. Also man gibt nochmal so richtig Gas und dann kann es sich auflösen. Und also das ist auch natürlich immer sehr individuell und man kann nicht sagen, bei jedem funktioniert es. Aber es ist eine Möglichkeit und wenn man sich sozusagen dahin gezogen fühlt, also du hast das ja im Grunde genau beschrieben, ne? Ja. Du hast das Gefühl gehabt, dass du fühlst dich da hingezogen. Mhm. Und wenn dieses Gefühl da ist, dann ist es in der Regel immer so, dass die ätherischen Öle einfach, die wollen dir dienen. Also so kann man es fast sagen. Also die sind ja die Seele der Pflanze. Und ich, also auch wenn man weiß, wie die natürlich anatomisch auch wirken und neurologisch sozusagen in unserem Gehirn Reize initiieren, die letztendlich zur Auflösung von Emotionen und Traumatas im limbischen System führen, ist es dennoch etwas auch auf seelischer Ebene einfach. Es ist die Seele der Pflanze, die mit unserer Seele in Kommunikation tritt. Ja, also es ist einfach noch viel, viel mehr, wenn man es holistisch betrachtet. Und insofern, wenn man dieses Gefühl hat, dann sagen die einem was. Also die sagen, Mensch, nimm mich doch bitte. Ich bin da und greif doch einfach zu. Ja? Wie so viele Situationen in unserem Leben einfach sich zur Verfügung stellen und wir sie vielleicht manchmal gar nicht wahrnehmen. Aber sie sind da und wollen einfach nur uns dienen. Und ja, und wie gesagt, also es gibt in der Praxis zig solcher Erfahrungsberichte. Ja? Also das innere Kind wird einfach oder wurde in der Vergangenheit massiv traumatisiert beim Zahnarzt. Das ist einfach so. Und ich kann, ja, ich würde fast sagen, dass jeder in unserem Alter oder auch noch, sagen wir mal, bis 20 noch diese Traumata gespeichert hat. Wir haben alle irgendwelche Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht, die nicht sehr liebevoll waren. Ja. Ja. Und auch heute gibt es natürlich Zahnärzte, die als Kinderzahnärzte ausgebildet sind und die das sehr, sehr gut machen, dass die Kinder dieses Trauma nicht mehr erleben. Aber dennoch gibt es auch noch Zahnärzte, die das auch heute noch nicht können. Insofern ist das Thema inneres Kind immer ein Thema. Und es ist auch das Thema, weshalb so wenig Leute gerne zum Zahnarzt gehen. Ja. Ja, also immer, wenn ich erzählt habe, was ich beruflich mache, war die erste Reaktion immer so, um Gottes Willen, oh je, also bleib mir weg. Ja? Aber das ist im Grunde sofort dieses innere Kind, was sagt, um Gottes Willen, da ist Gefahr. Ja. Es ist einfach Gefahr und ich bleib da lieber weg, weil das tut mir einfach nicht gut. Und es ist leider so, oder nicht leider, es ist einfach so, dass wir in dieser Übergangsphase sind, wo manche Menschen einfach noch die Behandlung beim Zahnarzt brauchen.
Wir können das alles holistisch begleiten, damit es in die Heilung geht, aber dennoch gewisse Dinge müssen noch repariert werden. Nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Das bedeutet, für jeden macht es Sinn, dieses innere Kind zu heilen, im Hinblick auf den Zahnarztbesuch, weil jedes Mal, wenn du dich da hinlegst, ist es mehr oder weniger wie eine seelische Vergewaltigung. Ja. Ja? Und du hast es ja eigentlich schön beschrieben, ne? Du hast schon spirituell ganz viel gearbeitet, hast versucht, es aufzulösen. Genau, das hatte ich dir damals, glaube ich, auch noch, bevor ich ja wusste, was jetzt so alles daraus resultiert, auch gesagt, also heute mit der Mentaltechnik sitze ich eigentlich ganz ruhig im Behandlungsstuhl und atme, konzentriere mich da auf mich selbst und komprimiere das quasi irgendwo. Das waren auch so ein bisschen meine Worte. Aber es war doch ganz tief in mir noch verankert, sonst hätte ich ja nicht so weinen müssen. Nee. Ne? Was ich auch intuitiv mache, deshalb habe ich das Öl ja noch in die Hand geholt, jetzt, damit ich das euch auch mit auf den Weg geben kann, dass ich es auch oft einfach nur bei mir trage, in der Hosentasche einfach nur bei mir trage und auch zwischendrin einfach mal in die Hand nehme, weil ich einfach so das Gefühl habe, diese Aura, diese Ausstrahlung, die ist ja dann bei mir, die ist ganz nah bei mir am Körper. Genau. Und was ich auch beobachtet habe, deshalb habe ich eben nochmal an diesem Fläschchen hier auch geschnuppert, dass das Geruchsempfinden sich total verändert. Genau. Ne? Dass man manchmal, ich hatte mal ein anderes ätherisches Öl, vielleicht können wir das auch in einem anderen Video noch als Thema machen. Diese Öle sind ja sehr, sehr hochwertig. Ja. Und sind natürlich auch nicht für 1 Euro um die Ecke zu bekommen. Genau. Und es kommt ja auch auf Qualität und alles an, wo ich beim allerersten Mal auch dachte, das war ein anderes Öl. Naja, jetzt gibst du so viel Geld aus für den Preis. Und das habe ich beobachtet, dass das Geruchsempfinden sich total verändert. Also auch hier das Öl, ich habe es ja jetzt mit dem Wissen schon, als ich es in die Hände bekommen habe, schon gerochen. Ich hätte nicht können drin baden, aber ich wusste ja, es macht was mit mir. Und so verändert sich das, weil jetzt könnte ich in der Tat drin baden. Ne? Genau, das ist eine Beobachtung, die ich sehr häufig mache. Also an mir selber natürlich auch, gleiche Erfahrungen schon gesammelt, aber auch bei meinen Klienten. Weil es ist in der Regel so, man denkt immer, ach, ich gehe jetzt mal hin und schnupper an den Fläschchen. Wenn ich im Bioladen bin, kann man ja manchmal auch die Tester Fläschchen schnuppern und man geht intuitiv immer davon aus, dass das, was ich gerne rieche, genau das Richtige für mich ist. Das ist auch das Richtige, also das ist ja nach wie vor das Richtige, aber das, was ich gerade brauche, was wirklich einen Prozess in Gang setzt, ist sehr häufig genau das, wo ich zuerst sage, so, oh, wie schrecklich, das kann ich ja gar nicht riechen, bleib mir weg. Ja. Und dann passiert genau das, wenn du dich drauf einlässt und wenn du immer mal wieder daran schnupperst, wenn du es diffundierst, einfach im Diffusor, dann passiert etwas, es wirklich, du merkst, wie sich etwas verändert, sobald du es annimmst. Ja. Es geht wie bei allem im Leben immer um dieses, ich nehme es an. Ja. Ja, ich stelle mich der Herausforderung. Ja. Und die Herausforderungen sind ja im Leben meistens schmerzhaft. Genau. Und wenn du es aber dann schaffst, da reinzugehen und dich dem zu stellen, dann passieren einfach wundersame Sachen. Und du kannst es dann überprüfen, indem wirklich der Geruchssinn so sich verändert, wenn es wirklich in Bewegung kommt, dass du auf einmal denkst, riecht ja auf einmal ganz anders. Genau. Ist es dasselbe? Genau. Ja? Ich vergleiche das gern so mit, wie in der Homöopathie spricht man ja auch von einer Erstverschlimmerung. Ja. Und hier ist es ja so, da ist ja ein Anteil in mir gewesen, der verdrängt war. Ja, genau. Und genau deshalb ist das jetzt, um es mal auf den Geruchssinn zu vergleichen, alles, was mich betrifft, was auf Resonanz in mir stößt, und das vergleiche ich auch immer gerne, wenn ein anderer Mensch mir gegenübersteht und ich denke, wie verhält der sich mir gegenüber? Also, dass irgendwo in mir auf Resonanz stößt. Und so ist das hier auch, dass da was angetickert wird. Ja. Und das kann dann in die Heilung gebracht werden. Genau. Damit vergleiche ich das einfach gerne. Warum dann genau das Öl, was dann gerade nicht so angenehm ist, auf Resonanz stößt und dann Thema einfach ist. Genau. Dass genau dieses Öl dann unterstützen kann. Also das ist ja auch was, was der Bruce Lipton sehr schön erzählt. Es ist ja so, dass wir eigentlich in den ersten 7 Jahren unseres Lebens programmiert werden. Und diese Programme, die werden abgespeichert auf der Zellebene, ist unser
Unterbewusstsein, das letztendlich uns auch führt im Leben. Mhm. Das bestimmt ganz viel und wir sind uns darüber gar nicht bewusst, dass wir eigentlich aus uns selber, aus den alten Programmen geführt werden. Und natürlich ist das so, wenn wir versuchen, diese Programme zu verändern, dann ist das sowas wie, oh Gott, da soll die Grundlage, die so gut funktioniert hat, auf einmal verändert werden und das löst natürlich etwas aus. Ja. Es ist egal, ob du irgendwelche Therapien startest oder so, die machen natürlich auch erstmal etwas mit einem. Mhm. Ja, und man kommt auch, also mir ging das oft so, wenn ich irgendwelche Themen verändern wollte, egal mit welcher Technik, das hat erstmal einen Schmerz ausgelöst. Mhm. Ja? Wir können das Beispiel mit dieser Yoga-Übung auch nehmen. Als wir den Kurs die holistische Zahngesundheit gemacht haben, gab es eine Yoga-Übung für einen Meridian, da bist du einfach nicht runtergekommen, ja, in die Position. Und es hat einen Schmerz ausgelöst. Total. Und du hättest sagen können, nee, also ich lasse es mal lieber. Ich gehe da nicht weiter, soll nicht sein. So. Aber da hättest du nichts verändert. Und du hast gesagt, okay, ich stelle mich dem Schmerz, ich mache das, ich übe das jetzt, auch wenn es weh tut erstmal. Aber je mehr du geübt hast, umso leichter wurde es. Ja. Und so ist es eigentlich vergleichbar mit allem. Und genau das macht es im Grunde auch mit den ätherischen Ölen. Zuerst gibt es diese Haltung und wenn man sich darauf einlässt, verändert es sich wirklich und auf eine sehr leichte Weise. Also ich finde wirklich, dass sie einem wirklich sehr sanft helfen, Dinge zu transformieren. Also darum geht es ja im Grunde nur, wir transformieren es, wir geben dem Ganzen eine andere Energie und dann ist es auf einmal gar nicht mehr bedrohlich für uns. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Also ich bin total dankbar, dass ich dieses Thema aus der Kindheit dann jetzt auch noch, das war einfach der Zeitpunkt da. Genau. Da kann man auch nicht krampfhaft nach Dingen suchen, die in einem drin sind. Also wenn du jetzt dich irgendwie da angesprochen fühlst und denkst, da ist so ein Thema, was mich auch so ein bisschen begleitet oder vielleicht hast du jetzt ja auch ähnliche Erfahrungen, vielleicht sind dir auch so ein bisschen die Tränen gekommen, du merkst, irgendwo stößt was auf Resonanz, dann können wir dich nur ermutigen, das anzuschauen und auch in die Heilung zu bringen, sei es mit ätherischen Ölen oder auch mit anderen Möglichkeiten. Also das ist auch mal ganz wichtig. Wir sind ja hier auch bei Folge dir selbst. Und mir ist immer ganz wichtig, auch immer zu thematisieren, das, was wir jetzt oder was ich euch mit auf den Weg gebe, sind nur Inspirationen. Und letztlich muss es mit dir in Resonanz gehen. Und wenn du sagst, nee, das Thema, das tangiert mich nicht, kann es sein, dass es dich überhaupt nie tangieren wird oder vielleicht jetzt noch nicht tangiert und irgendwann der richtige Zeitpunkt für dich kommt. Ganz wichtig ist immer, dass du in Resonanz gehst. Und wenn du sagst, nee, mir sind andere Techniken lieber, ist das auch in Ordnung. Genau. Und noch was, klar sitzen wir jetzt hier und haben dieses Öl und nennen das Inner Child, heißt das Öl, das ist eine Ölemischung, die eben ganz speziell von dieser Firma Young Living gemischt wurde. Die gibt es nicht von einer anderen Firma. Ja? Also insofern müssen wir dieses Öl halt benennen, weil es keine Alternative gibt. Es gibt natürlich andere ätherische Ölefirmen und das ist mir auch immer wichtig zu sagen, wenn es jetzt um Einzelöle geht, ja, Lavendel oder was weiß ich. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Mensch, Young Living ist doch so teuer. Das hat natürlich seinen Grund, weshalb Young Living so teuer ist, weil die natürlich auch sensationell und mit einer sehr liebevollen Art mit den Pflanzen umgehen, also es beginnt schon beim Samen, es geht über die Pflanze, über die Ernte, aber auch über die Destillation, also in diesem ganzen Produkt steckt ganz, ganz viel Liebe. Es geht nicht nur um das Thema biologischer Anbau, damit da ein Siegel draufkommt, Bio, 100% Bio, wobei auch Bio-Siegel, wissen wir auch, nicht immer bedeuten, dass wirklich 100% naturrein enthalten ist. Also da muss ein gewisser Prozentsatz enthalten sein, der Rest kann beigemischt werden und muss nicht deklariert werden. Insofern, darauf kann man sich eigentlich auch nicht verlassen. Mir ist diese Firma einfach sehr nah momentan, weil sie so liebevoll mit den Pflanzen umgeht. Sie kommt aus Amerika und hat kein Biosiegel und das ist auch immer wieder so ein Thema. So, ja, das hat kein Biosiegel, deshalb kann ich dem nicht vertrauen. Kann ich total nachvollziehen, hätte ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich genauso reagiert. Aber da ist meine Antwort immer, und da sind wir wieder bei Folge dir selbst, lass dich mal drauf ein,
geh mal in einen Bioladen, schnupper mal an einem zum Beispiel Lavendel von Young Living und schnupper gleichzeitig an einem Lavendelöl von einer anderen Biofirma. Und spür einfach, was für dich, was mit dir passiert. Und dann entscheide dich. Also es geht gar nicht darum, dass wir hier irgendjemanden überzeugen wollen von irgendeiner Firma, sondern es geht darum, dass du es einfach ja, für dich selber rausfindest. Mhm. Aber wie gesagt, dieses Inner Child habe ich bisher noch von keiner anderen Firma gesehen. Deshalb benennen wir es halt eben in diesem Gespräch heute ganz klar. Ja, also das war mir jetzt einfach nochmal wichtig zu sagen, es ist keine Werbesendung hier, wo wir jetzt sagen, ihr müsst unbedingt Young Living Öle kaufen, sondern da dürft ihr natürlich immer frei entscheiden. Also absolut. Ja. Oder auf die Technik zurückgreifen, mit Räuchern oder egal jetzt was oder sonst wohin gehen, im Außen. Es geht uns einfach darum, dieses Beispiel mit dem inneren Kind, wie das dann auch noch immer als erwachsene Frau, als erwachsener Mann in uns ist und euch zu ermutigen, das in die Heilung zu bringen und anzuschauen. Weil mit jeder Transformation befreit man sich einfach mehr und kommt mehr in seine wahre Kraft, Stärke und Energie. Ne? Also noch zum Abschluss etwas, weil mich ja auch immer ganz viele Eltern kontaktieren und erzählen auch, dass Kinder Angst haben, zum Zahnarzt zu gehen und so. Also wenn ihr wisst, dass eurem Kind vielleicht mal etwas passiert ist auf dem Zahnarztstuhl, was nicht so sanft war, dass es mal vielleicht geweint hat und festgehalten werden musste, weil dann die Füllung gemacht werden musste. Also ein Zahnarzt kann ja dann auch nicht aufhören und das offen lassen. Und man muss dann einfach dadurch, hinterlässt dann aber natürlich im Kind ein Trauma, dann könnt ihr eurem Kind natürlich mit diesem Öl auch helfen. Ja, also je früher man sowas auflöst, umso besser ist es natürlich. Man muss nicht immer warten, bis man wirklich ein gewisses Alter erreicht hat, sondern da kann man auch den eigenen Kindern immer so ein bisschen Unterstützung geben. Ist auch gut zu wissen, ja. Gut. Also ihr Lieben, wir schicken euch eine herzliche Umarmung. Danke für euer Dabeisein, für euer Interesse. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Genau. Was so eure Erfahrungen sind und ob dieser Beitrag hier auch hilfreich für euch war. Genau. Okay, alles Liebe. Und ob ihr in Zukunft noch mehr von solchen Wohnzimmergesprächen haben wollt. Genau. Also in diesem Sinne, tschüss.